Ah, die Engel des Todes. Endlich. Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Jetzt habe ich wieder eine Waffe. Oh. Werden Sie Prophet. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies. Für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Lauter Engel. Oh, ja, ich versuche es gerade. Ja, das war's. Los! Retten Sie uns an! Was ist hier raus da? Die Engel des Todes. Ich kenne nicht raus. Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Wer soll ich mir einen Anzug aussuchen? Kämpfen Sie. Das heißt doch, tragen Sie seine Rüstung, okay? Engel des Todes. Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange kann ich auch nicht. Ich muss gerade ausprobieren. Entschuldigung. Werden Sie Prophet. Drücken F, greifen. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezie. Das wird ziemlich wild. Was soll ich denn? Noch eins. Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Kann ich hier nicht? Umsehen, jetzt sicher. Wo zum Geier soll ich denn hin? Engel des Todes, endlich. Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Kann ich da raus? Moment. Gut. Hat er mich durch das Bücherregal erwischt? Engel des Todes, endlich. Meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Ist doch hier irgendwo. Hat ja lange genug gedauert. Werden Sie Prophet. Ah. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies. Für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Raus da, Eggcraft. Ja, das war's. Los, los. Retten Sie uns alle. Das heißt, hier spricht Jacob Hargreaves. Ein Halle-Zell-Mitarbeiter. Commander Lockhart ist tot. Ich werde es auch bald sein. Und das Prism wird sich in einer gewaltigen Explosion selbst zerstören. Soviet Prophet ist jetzt ihre einzige Hoffnung, die Alien-Invasion zurückzuschlagen. Sie werden darum alle Feindseligkeiten einstellen und ihn bestmöglich unterstützen, während sie diese Insel evakuieren. Alle Prismeneinrichtungen werden in 10 Minuten durch Explosionen versiegelt. Ihre Pflichten als Angestellte sind aufgehoben. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Okay. Ist ja gut. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ich meine, da bin ich reingeguckt, nämlich nicht, oder? Kann ich hier? Düdüt. Alter Verwalter, was ist ein Scheiß? Jetzt musst du auch wissen, dass es da oben rausgeht. Eieieiei. So, was ein 10 Minuten mit alles irgendwie versiegelt? Was habe ich eigentlich noch irgendwas an Waffen? Was ist denn das? Hä? Experimentelles Gerät. Sendet Mikrowellen. Flexstar, ob es gegen Gauss, tralalabla. Ah. Ja, wir haben einen Kontrollpunkt. Was, wo? Wie viel Schuss habe ich? 8 Schuss. Yeah, hey. Die Tür bleibt ja offen, ne? Alcatraz, das Dach ist zerstört. Da oben ist nichts mehr zum Fliegen. Ich bin unterwegs zum Greensboro-Brücke. Wir treffen uns auf der anderen Seite, falls möglich. Aliens hier. Erledigt. Wenn ich was sehen würde. Noch jemand?
Ja, super, jetzt krieg ich meine Waffe nicht mehr, oder? Ah, oh, du Sackgesicht. Ist das eigentlich? Wow. Okay. Was war das? Was ist das gerade? Ich höre ihn doch, aber ich sehe nichts. Ich höre komische Schritte, aber... Hat er sich gerade bewegt? Nein, bestimmt nicht. Oh, hier Munition. Sehr lustig. Was? Wo bist du? Ach, da. Hallo, mein Freund. Oh, das wäre natürlich auch immer sehr gut bewährt. Ich höre doch jemanden. Oh, guck. Noch jemand? Noch jemand? Da komme ich wahrscheinlich gar nicht rein. Vielleicht sollte ich demnächst meine Waffe wechseln. Ungern, aber ich weiß, was die zweite taugt. Naja, erst wenn sie schon mal ein paar Waffen finden. Ich gehe jetzt mal mit der rein. Bewegung! Ziel angreifen! Wen denn? Mich hier wohl nicht. Okay, das war nicht gut. Noch jemand? Ja, da. Ich mag die Waffe nicht. Nee, ich mag ihn nicht. Nee, nee, nee. Moment. Nee, 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 nee. So. Bin gleich wieder da. Kein Stress. Leute! Okay. Was zum Geier? Muss ich jetzt aber nicht wieder rausflüchten, ne? Nee, okay, das war hier. Was hat denn der gerade für Dingens gemacht? Alter Vater. So, und hier liegt, man merkt, hier liegt noch keine Scharfschützenwaffen. Ne? Wollte ich nur mal so behaupten. Jetzt drehe ich die Tür ein.
Dann drehe ich mich um. Okay, das ist wohl irgendwie anders durchgeklitscht. Das habe ich halt wohl doch keins mehr. Naja. Hallo. Ja. Der lebt immer noch. Und ein anderes Zielfernrohr. Laservisier, was soll ich denn damit? Leben die noch? Nein, nein. Obwohl der zweite wahrscheinlich schon noch lebt. Hallo. Ah. Hello, my friend. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich habe jetzt einen erwischt. Ich weiß doch, da ist noch einer. Ah, da hinten. Moment. Das heißt, die da oben kann ich eigentlich auch so erledigen, oder? Hä, war da vorher auch ein? Nee, war nicht, aber... Hüpp. Gehen wir erhöhte Position. Da habe ich noch einen gesehen. Ups. Na ja, gut, das Na komm. Wo ist er denn? Na ja, gut. Okay. Guck ich mal was drum. Der ist ja auch schon weg da hinten. Da um die Ecke sind noch welche, das weiß ich. Oh, oh, oh. Weg. Da gab es keinen mehr. Reingebeamt wird nicht. Fangen wir gar nicht erst an, Junge.
Wo ist denn hier? Wo sind denn meine wohlverdienten Nanopartikel? Hm. Okay, ich glaube mal, dass ich, ja, da stehen jetzt komischerweise keine. Das ist ja wahnsinnig auffällig. Ah, ich werde aber trotzdem die dicke Bumme nehmen. Kann ich die noch nachladen? Okay. Die angreifen! Das Skript des Moment. Wo sind sie? Wo sind sie? Hallo? Wo ist der Fette? Irgendwo muss ein komischer roter Böse auftauchen. Und ich höre noch was. Ich höre noch einen. Da. Da unterspielt das Duduk. Ich höre noch was. Moment, das dauert kurz. Bin gleich wieder. Bin gleich wieder. Moment. Okay, jetzt geht's wieder. Gott, was ist denn das für ein irrer Typ? Uah. Lebt er immer noch? Jeder Blitz. Was? Moment, ich muss kurz mal Energie, Waffen holen. Ja, ich kenne dich doch. Irgendwie komischen. Noch jemand da? Nein? Gut. Freut mich. Ach, da wäre auch was gewesen. Na schön. Na hier. Da ist keiner mehr. Noch jemand? So. Jemand hier unten? Freiwillige vor. So, jetzt hätte ich mal Ruhe. Muss da irgendwie rüber. Na gut, okay. Okay. Jo, springen. Mach mal auf.
Moment. Oh, tschüss. Oh, das soll das gehen. Ganzen Granaten verschwendet wegen dir. Moment. So geht's ja nicht. Ich werde hier wahrscheinlich so schnell nicht mehr hinkommen. So. So. Bin jetzt in Nanozeug. Ich war doch schon mal hier. 94 Meter. Ja, ich muss wahrscheinlich hier hoch. Ich hätte ganz gerne noch ein paar Granaten. Die sind immer sehr, sehr brauchbar. Die haben wir ja alle erledigt. Sie, Alcatraz, Hargreave hat in seinem Leben noch nie geblufft. Der Laden wird hochgehen. Sie müssen da raus. Ich muss kurz hier durch. Weiter, Alcatraz! Wir sind unterwegs durch die Stadt zur Brücke. Schnell! Ah, darf ich mal kurz? Danke! Wer auf mich schießt? Nein, gut. Kurz Energie aufladen. Wow. Schießen die auf mich? Nein, ne? Lebt er immer noch? Darf ich mal? Lange, Moment, ja. Was eigentlich, bringt das was? Nee. Kann ich auch. Okay. Okay. Weiter, Alcatraz! Wir sind unterwegs durch die Stadt zur Brücke. Schnell! Wohin denn? Wahrscheinlich muss ich hier durch. Ich geh mal kurz. Ich hab grad keine Zeit, ne? Sie müssen zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren wir alles. Ich schleich mir mal durch. Und dann ist doch wie langsam auch Zeit für eine. Hallo? Kann ich mal. Darf ich mal da. Darf ich da mal hier durch? Hallo? Heieiei. Ob es wohl ein Leben nach dem Tod gibt? Das weiß ich auch. Oder eine Flammengrube? Man vergisst diese Bilder mit der Zeit. Aber wer als Kind die Hölle fürchten gelernt hat, ist davon nie ganz frei. Um die Wahrheit zu sagen. Ich hatte bereits jede Menge Leben nach dem Tod. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe. Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken, die wie Ratten durch die verwickelten Silikongänge von Maschinen laufen. Gefangen hinter Videoschirmen und Kamerasystemen. Ohne Schlaf, ohne Ruhe. Immer voller Gedanken über eine Welt, zu der man nicht länger gehört. Nein. Dass ein Vorgeschmack aufs Jenseits ist, reicht einfaches Vergessen völlig aus. Alle Prismeneinrichtungen werden Ja, aber das Tier steht in der nächsten Folge, würde ich sagen. Macht's gut.